Endlich frei. Aus meinem Buch Gedankensplitter. Endlich frei. Für 2 Wochen. Frei in Gedanken. Aber nicht nur. Nackt wie eine Schnecke werde ich all meine Flüssigkeiten, Schweiß, Sperma, Urin zum Beispiel, unter dieser schönen, ins Meer ragenden Palme ausschütten. Ich schütte mein Wasser aus und baue damit eine Sandburg, aber ohne Burgfräulein darin. Der Regen, der aus der Dusche tropft, befeuchtet meinen Körper wieder. Ich trockne nie aus. Im Bett neben mir liegt eine schöne Frau, die blau ist und weiß. Noch nicht von der Sonne verbrannt. Ich starre auf ihre Brüste. Mit genau diesem Anblick stehe ich neben dem Bett und muss an meinen Chef denken. Diesmal nicht, denke ich. Diesmal bist du nicht dabei. Ich habe dir ja schließlich Kokosnüsse geschenkt, damit sie mir hier nicht auf den Kopf fallen. FKK. Freies, kompromissloses Kuscheln. Und nicht fade kleine Kacheln.